Hallihallo zu meinem neuen Video. Ich bin's wieder, die Valentina, und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das habe ich gerade gesagt, aber was soll's. Also, das ist der nächste Teil von meinem ersten Teil Video, wo ich euch was über mein Training erzählt habe, was ich das letzte Jahr absolviert habe. Jetzt wollte ich euch erzählen, was ich so mit der Ernährung gemacht habe, um den Körper zu erreichen, den ich jetzt habe. Und zwar war meine Familie eigentlich immer schon eine Familie, die eher sehr gesund gegessen hat. Sehr selten, also schon Junkfood, aber halt jetzt nicht so oft. Auch sehr viel Salat, viel Grünzeugs und sehr ausgewogen. Es hat sich bei mir in den letzten Jahren nur ergeben, dass ich Laktose nicht gut vertrage. Eine Unverträglichkeit ist zwar nicht diagnostiziert, aber sogar die Ärzte haben gesagt, wenn ich so offensichtlich merke, dass es mein Körper nicht möchte, dann soll ich es weglassen. Und mir ging es einfach 10-mal besser, wie ich es weggelassen habe, dass ich alle Milchprodukte eigentlich so gut es geht zu 99% zu vermeiden. Zusätzlich hat sich in den letzten 2 Jahren noch ergeben, dass ich auch bei Gluten das Problem habe, dass es mein Körper nicht mehr so ganz mag. Dementsprechend habe mich das letzte Jahr gluten- und laktosefrei ernährt. Für alle, die das nicht wissen, Laktose ist der Milchzucker in der Kuhmilch. Das heißt, somit fallen für mich alle Milchprodukte der Kuh weg. Eigentlich auch die von anderen Tieren, weil die sich bei mir auch nicht ganz so... funktioniert einfach nicht. Und Gluten ist ein Eiweiß in Getreideprodukten, was sich einfach anscheinend in meinem Körper irgendwie die Enzyme nicht genügend da sind, dass sie das aufspalten können. Und dementsprechend ging es mir auch viel besser, wie ich Gluten weggelassen habe. Und daher habe ich eigentlich eine laktose- und glutenfreie Diät, wie man so schön sagt. Ich finde nicht, dass es eine Diät ist, weil man gewöhnt sich sehr schnell dran. Man findet so viel andere Sachen. Es gibt wirklich genug. Bei mir ist leider noch zusätzlich das Problem, ich kann auch keine Sojaprodukte essen nach diversen ausprobieren. Das macht es dann etwas schwierig, weil die meisten Ersatzprodukte aus Soja bestehen. Aber ja, ich habe es trotzdem geschafft, noch was zum Essen zu finden, und dementsprechend kann ich halt nur sehr schwer Tipps geben an Menschen, die normal essen können. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich am Anfang meines Trainings meine Ernährung nicht sehr stark umgestellt habe. Ich habe versucht, ausgewogen zu essen. Ich habe versucht, genügend zu essen, weil ich auch gewusst habe, dass gerade Muskelaufbau auch Nährstoffe braucht. Und ich wollte ja Muskeln aufbauen, weil die Muskeln ja im Endeffekt dann mein Fett verbrennen. Und ich auch eine gewisse Körperstatur erreichen möchte, die einen Muskelaufbau einfach erfordert. Ich habe eben am Anfang aber jetzt einfach nur geachtet, okay, mehr Gemüse, vielleicht hin und wieder mal auch mehr Fleisch, weil als Studentin ich halt nicht sehr oft Fleisch gekauft habe, weil es ja doch etwas teurer ist, wenn man eine etwas bessere Qualität möchte. Und ich habe mit der Zeit halt dann versucht, immer mehr auf mein Essen zu achten. Ich habe am Anfang auch gemerkt, dass es nur so schon funktioniert hat. Es ist zwar bei mir sehr langsam gegangen, aber ich wollte das. Also es ging für mich nicht anders. Bei mir war das schon ein Riesenschritt, dass ich von 0 auf 100, also von 0 auf einmal, 5-mal ins Fitnesscenter gegangen bin. Das war dann schon einmal Fortschritt genug. Das ging dann, also das mit dem Essen ging einfach viel langsamer. Und es gab dann immer so Zeiten, da ging einfach nichts weiter. Da hat man dann wieder was versucht zu ändern. Unter anderem das Training, aber ich halt auch bei der Ernährung. Natürlich war ich ein Mensch, ich nasche gerne, leider zu gerne, weil ich weiß nicht, ich mag Zucker einfach und habe auch immer wieder genascht und eigentlich, man könnte schon fast meinen, fast täglich ein bisschen was, habe aber trotzdem abgenommen. Also es geht halt auch wirklich immer ums Maß der Dinge. In den letzten halben Jahr habe ich es halt versucht, wirklich zu verstärken, dass ich auf mein Essen achte und wirklich genau notiere, was ich esse. Und da gibt es eine App, MyFitnessPal. Das ist sozusagen ähnlich wie das Kalorienzählen, nur zählt man die Makros. Das sind die Makronährstoffe, das heißt, es wird eingeteilt in Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Dann zusätzlich halt noch die Kalorien werden gezählt, aber man konzentriert sich halt auf die Nährwerte. Das habe ich halt jetzt so im letzten halben, dreiviertel Jahr versucht, verstärkt zu machen, im letzten halben Jahr eher, und habe dann immer wirklich eingescannt und notiert, was ich von wie viel gegessen habe, nur um auch mal zu sehen, was ich eigentlich zu mir nehme, weil man das sehr oft nicht aktiv wahrnimmt. Habe auch gemerkt, okay, dass es zum Teil wirklich Sachen sind, die ich überhaupt nicht brauche oder die ich jetzt wirklich einfach nur gegessen habe, weil mir langweilig war. Und habe dann auch eben geschaut, dass ich genügend oder mehr Proteine zu mir nehme, weil Proteine ja auch sehr wichtig sind für den Muskelaufbau. Eigentlich fast das Wichtigste. Und habe versucht, meine Proteinzufuhr zu steigern. Dadurch habe ich jetzt seit, glaube ich, 3 Monaten ein Proteinpulver.
Ich habe ein veganes Proteinpulver aus Reis probiert. War nicht so mein Fall. Ich bin jetzt bei einem Erbsenprotein, was ich aber mit Kakao und Agavendicksaft mische, weil ich es sonst einfach nicht trinken kann. Aber für mich ist es halt eher ein Mittel zum Zweck und kein Genussmittel. Deshalb trinke ich es trotzdem. Einfach, weil es schwieriger ist, ohne Milchprodukte auf die Proteinanzahl zu kommen, die man braucht. Ja, dadurch habe ich jetzt einfach einen viel größeren und besseren Überblick, was ich eigentlich zu mir nehme, wie viel ich von was zu mir nehme. Bin jetzt aber immer noch nicht der Meinung, dass man jetzt mega krankhaft Kalorien zählen muss. Also ich mache es zwar jetzt schon genauer, als ich es vor einem Jahr gemacht habe, kaufe mir jetzt auch hochwertigeres Essen, auch mehr Fleisch. Also Fleisch ist noch immer nicht immer Bio-Qualität, weil das dann doch mit dem Preis in die Höhe schießt, wo ich als Studentin dann doch nicht das Geld ausgeben kann oder möchte. Versuche aber jetzt immer hochwertigeres Essen zu kaufen, weil ich einfach drauf gekommen bin nach 21 Jahren, dass man hat nur diesen einen Körper. Man hat nur diesen einen einzigen Körper. Der Körper kann nur was mit dem anfangen, was du ihm zuführst. Das heißt, esse ich jetzt besseres Essen, kann mein Körper viel mehr von diesem Essen aufnehmen, verwenden und für Zellregeneration, Muskelaufbau oder Zellaufbau allgemein. Es geht einfach darum, dass das, was du zu dir führst, nur das kann dein Körper quasi wiederverwenden. Und wenn ich mich nur von ernähre, wird das einfach auf längerfristige Weise nicht gut hinhauen. Und dadurch, dass ich wirklich merke, was passiert mit meinem Körper, wenn ich Sachen esse, die er nicht mag, zum Beispiel Milchprodukte, mein Körper wehrt sich einfach ziemlich dagegen und ich habe dann ordentliche Bauchschmerzen, Magenschmerzen und diverse andere Sachen. Ich habe mir einfach überlegt, dass ich lange meinen Körper haben möchte und wenn ich schon so viel Zeit investiere, um so viel zu trainieren, damit mein Körper meinen Wünschen entspricht, dann sollte ich auch ein bisschen Geld investieren in das Essen, was ich zu mir führe. Ja, das geht halt manchmal ins Geld. Es geht bei mir auch ganz doll ins Geld. Aber es lohnt sich. Also ich finde, es lohnt sich für mich. Und ich werde es auch weiter so machen und werde wahrscheinlich nur noch Geld ausgeben für Essen und Trainingsgewand und Unisachen und sonst nichts mehr. Aber ja, ich habe meine Proteinanzahl versucht jetzt wirklich zu erreichen, die mein Körper eigentlich braucht. Und meinen Einfachzucker zu reduzieren. Die zwei Dinge, die ich in den letzten paar Monaten halt verstärkt mich bemüht habe. Und das war jetzt wirklich dann noch der Rest, diese letzte große Transformation, wo man dann wirklich schlagartig gemerkt hat, okay, jetzt hat sich was getan, weil ich meinen Schwimmreifen sozusagen verloren habe. Ich nasche immer noch, aber ich versuche es weniger, viel, viel weniger. Man muss planen und Food Prep machen. Ja, das habe ich eigentlich überhaupt noch nicht erwähnt. Ich kann im Supermarkt fast nichts essen, also was ich so zum Mitnehmen essen kann. Dementsprechend war ich eigentlich, seit ich auf der Uni bin, seit 2 Jahren, mache ich laufend Food Prep. Das heißt, ich koche mir immer am Vortag was für den nächsten Tag. Oder in der Früh, während ich mein Frühstück koche, koche ich für die Uni auch. Ich habe immer so eine extra Papiertüte, Papiersackerl mit weiß ich nicht wie vielen Mahlzeiten, meistens 2 Mahlzeiten und noch ein Snack oder so. Und ja, das Video ist schon wieder mega lang geworden und es ist ziemlich schwierig, das auf so eine kurze Zeit zu reduzieren. Also werden da sicher auch noch Videos folgen. Ich hoffe, dass ich zumindest einige Fragen beantworten konnte. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt oder einfach Ideen für Videos, die ich machen sollte, weil gerade diese Videos ihr ganz besonders sehen wollt, schreibt mir das bitte in die Kommentare, weil dann kann ich meine Videoideen in einer anderen Reihenfolge abfilmen. Ansonsten viel Spaß, einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, schönen Mittag und bis zum nächsten Video. Tschüss!